Hallo und herzlich willkommen zum Jugendforum Sommerkino. Schön, dass ihr alle da seid. Bevor es losgeht, haben wir noch ein paar Informationen für euch. Da wir es immer noch mit Corona zu tun haben, bitten wir euch, einige Regeln einzuhalten. Auf dem ganzen Gelände gilt zum Beispiel eine Maskenpflicht. Außerdem könnt ihr die Corona-Warn-App einscannen. An den Eingängen und Ausgängen könnt ihr eure Hände desinfizieren. Bitte bleibt in eurem Quadrat und haltet Abstand zu den Nachbarn. Wenn ihr aufsteht und lauft, dann haltet euch bitte an das Einbahnstraßensystem. Getränke könnt ihr gegen eine Spende am Ausgang erhalten. Um das Freiluftkino so barrierefrei wie möglich zu gestalten, zeigen wir alle Filme mit deutschen Untertiteln. Wenn wir auf weitere Barrieren besser eingehen sollen, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Die nächsten Toiletten befinden sich auf dem Gelände der Segefelder Kirche. Dazu müsst ihr einfach dem Stromkabel durch das graue Tor folgen. Die Toiletten befinden sich dann im Nebengebäude auf der linken Seite. Die nächsten barrierefreien Toiletten befinden sich am Bahnhof. Auf dem gesamten Gelände herrscht Rauchverbot. Bitte verhaltet euch solidarisch und verlasst für das Rauchen das Gelände. Wie auch im letzten Jahr sammeln wir in diesem Jahr bei jedem Freiluftkino Spenden. Dieses Jahr gehen jedoch nur 10% der eingenommenen Spenden an uns und die restlichen 90% leiten wir an eine ausgewählte gemeinnützige Organisation weiter. Bitte meldet euch für jeden Film einzeln über das Anmeldeformular auf unserer Website an. Vor Ort benötigt ihr eine Maske und eine eigene Sitzgelegenheit. Nach dem Film werden die Eingänge zu Ausgängen, sodass ihr das Gelände in drei Richtungen verlassen könnt. Und vergesst nicht, ein paar Münzen in unsere Spendendosen zu werfen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das gesamte Jugendforum wünscht euch nun viel Spaß beim Filmen.